Das war schon eine ganz tolle Sache. Dann habe ich das so ein bisschen aus den Augen verloren, habe meine Ausbildung gemacht zum technischen Zeichner. Die hat mir aber dann nicht so toll gefallen und 99 habe ich dann eine Ausbildung gemacht zum Heilerziehungspfleger. Dort erstmal eine Zeit lang im Wohnheim gearbeitet und jetzt seit dem 1. März bin ich bei der Caritas in Arnsberg in einer Werkstatt mit behinderten Menschen. Sehr verantwortungsvolle Aufgabe für Adam Urban aus Brilon. So, das wäre natürlich auch eine schicke Sache, hier dann mit dem Auto zurückzukommen. Aber wir haben gesehen, dieser Felix Mittelmeier, das ist ein recht guter Spieler hier, der mir bisher mit am besten gefällt, weil er ist aggressiv. Gerade hat er so einen kleinen Durchhänger gehabt, da hat er sich ein bisschen durchgequält durch die paar Achterhand, aber ist nochmal gut gegangen. So, das will man sehen, wenn man dicke Blinds klauen will, umso besser mit Assen. Cool. Call, Big Blind Option. Check. Slow play. Asse gut versteckt. Oh, natürlich Träumerei. Denn Marcel trifft das Top-Paar und denkt wahrscheinlich, er ist gut. Erster. Wer 2500? Re-Race 5000. Race auf 5000. Ist die Frage, ob Marcel da noch rauskommt aus der Geschichte. Was macht man, wenn der Gegner jetzt pusht? All in. Und das tut er. Re-Race all in. Hat er ein Set getroffen? Small Blind aufgefüllt. Okay, also ich gebe ihm unter Umständen ein Overpar. Muss nicht Asse sein, aber davon Call. Muss man ausgehen. Call. Und das callt Marcel, weil er denkt, ja, vielleicht klappt es ja Backdoor noch irgendwas mit Straight oder Flush oder ich treffe noch eine 6 oder mach Two-Pair oder was auch immer. Er hat ja eine 36% Chance. Gegen 5-6. Das ist ihm zu hoch. Und die falsche Farbe. Asse sind gut. Asse bleiben gut. Ein Spieler muss gehen, unser Kraftsportler. Marcel Mette gegen die versteckten Asse. Viel Glück noch. Damit Seat open. Bei mir jetzt in der Aircall bei Call Lounge und der Viertplatzierte des heutigen Tages, Marcel Mette. Marcel, herzlichen Glückwunsch zum vierten Platz. Dankeschön. Ich fand ja dein Zitat sehr, sehr schön. Du hast gesagt, im Vergleich zu deinem anstrengenden Sport arbeitet beim Poker mal der Kopf, gell? Wie war das heute? Hat der Kopf ziemlich gequalmt, als du gegen die zwei Asse rausgeflogen bist? Ja, also nicht nur der Kopf hat gequalmt, auch das Herz hat doll geschlagen, ja. Aber gegen die Asse, ja, es war halt Pech hinten raus. Ja, ich habe es eben gesagt, anstrengender Sport. Du bist Powerlifting-Weltmeister geworden, ja. Ne? Ist das ein Hobby oder machst du das hauptberuflich? Nein, hauptberuflich kann man das nicht machen. Da gibt es einfach nichts zu verdienen. Das ist schon mein Hobby und das mache ich aber trotzdem recht intensiv, ja. Okay, und geht es demnächst wieder irgendwie zum Powerlifting? Wann steht das nächste an? Ja, die Amateur-Europameisterschaft ist als nächstes in der Slowakei im Juni. Aha. Das ist das nächste große Ziel. Ich habe was richtig Schickes für dich, Marcel, zum Üben. Du kannst nämlich demnächst diesen klasse Pokertisch hier hochheben. Feine wenn Sache. Du magst, bei dir im Wohnzimmer. Wenn du magst, mit komplettem Equipment drauf und deinen Freunden dran sitzen. Das ist dein Preis für den vierten Platz. Wünsche ich Vielen dir Dank. Ganz viel Spaß mit, okay? Ja, danke schön. Und viel Spaß in Zukunft beim Pokerspiel. Und wir schalten direkt zurück zum Pokerspielen, direkt zurück zum Spiel ins Studio. Und da sind wir. Bei Blinds von 1000, 2000.
3000 an Totemgeld in der Mitte. Jetzt muss man da ran. 6, 9, egal. Race. Nee, keine Lust. Dame 3 im Small Blind. Call. Ja. Ups. Call ist immer ein Zeichen von Schwäche. Check. Oft ein Zeichen von Schwäche. Check. Zwei Spiele. Check. Check. Bet 3000. Fold. Gefoldet. Ja, wer jetzt stiehlt, ist klar im Vorteil. Im Chipcount, ganz wichtig jetzt, Adam Urban 54.800 vor Felix Mittelmeier und Daniel Schmid. Jetzt hilft nur der Agro-Modus. Wie heißt der neue DSF-Poker-Champion? Ich stehe heute auch schon zum dritten oder vierten Mal auf dem. Drei Spieler noch am Tisch. Felix Mittelmeier vom Button. Nee. Pass. Call. Paar Siebener. Race. Ja, das war vielleicht der Grund, warum Daniel hier nur gecallt hat. Und jetzt wieder All-In gehen. Und wieder All-In. Ich stehe heute auch schon zum dritten oder vierten Mal auf dem. 10.300 All-In. Ja, das Callen aus dem Small Blind war für Adam Urban Signal genug, es als Schwäche aufzufassen. Raised mit Bube 8. Aber dann klatscht ihm das All-In um die Ohren. 5-2 noch für dich. Also eigentlich noch 5-3. Du hast 100 zu wenig an die Schmal. 5-3 noch. 5.300. Cool. Ja, ist ein bisschen ärgerlich, bezahlt, dass man damit Bube 8 dann haben wir einen ins All-In gehen muss. Aber das ist das Beste, was er eigentlich erhoffen kann, dass der Gegner ein paar Siebener spielt. Also, dass man mit Overcards in den Coinflip geht. Zwei Overcards. Mein Glück. Oder meine Hoffnung. Ja, meine Befürchtung. Knapp vorbei. Knapp vorbei. Bube oder 8? Yes. 7er halten. Coinflip gewonnen. Ein paar 7er. Aufgedoppelt. Bitteschön. Ja, beim Pokern spricht man dann schon mal vom Aufdoppeln. Das als Hinweis an die zwei, drei Zuschauer, die mir regelmäßig mailen, es müsste doch verdoppeln heißen. Aber in der Pokersprache hat sich das Aufgedoppelt durchgesetzt. Grace. Gute Sache. Dame 8, Button, Race. So muss es sein. Auf 5000. Sonst hätte Daniel wahrscheinlich geraced aus dem Small Blind mit dem Suited König.